Mein Vortrag hat jetzt den etwas provokanten Titel Tribut über die künstliche Ernährung eines sterbenden Systems. Ich will erstmal anfangen mit der Dreifachkrise, in der wir uns befinden. Wir haben zum einen eine Krise des Lebens auf der Erde, wie es sie seit 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben hat. Damals ist ein Meteorit auf die Erde gekracht und hat einen großen Teil der Dinosaurier ausgelöscht. Und heute sind wir, also das heißt die industrielle Zivilisation, dieser Meteorit. Wir haben das sechste große Artensterben in der Milliarden Jahre langen Geschichte des Lebens auf der Erde in Gang gesetzt, das übrigens auch ohne den Klimawandel stattfinden würde. Wir zerstören die fruchtbaren Böden in einer sehr schnellen Rate. Etwa 1% pro Jahr an fruchtbaren Böden gehen durch industrielle Landwirtschaft, Flächenversiegelung und so weiter verloren. Wir haben in vielen Teilen der Erde eine Wasserkrise, die sich anbahnt, weil die unterirdischen Wasserspeicher entleert werden und so weiter und so fort. Man kann weitermachen mit Ozeanen, Meeren und so weiter. Das wisst ihr alles im Großen und Ganzen. Wichtig ist eben, dass es nicht allein eine Klimakrise ist. Die Klimakrise verschärft das massiv. Es sind in den letzten Jahren viele Studien herausgekommen, die zeigen, dass wir viel näher an den berühmten Kipppunkten im Klimasystem, aber auch was das Artensterben angeht, stehen, als man gedacht hat, leider. Es betrifft also die Grönlandeismassen und Westantarktis. Kann sein, dass wir bald über einen Punkt kommen, wo die irreversibel abschmelzen, egal was wir machen. Und das bedeutet zwischen 10 und 14 Metern Meeresspiegelanstieg, den wir gar nicht mehr vermeiden können. Wir sind auch beim Amazonas an kritischen Schwellen durch Entwaldung und Klima. Glücklicherweise haben wir jetzt in Brasilien eine Regierung, die verspricht, etwas dagegen zu machen. Also davon hängt sehr viel ab, weil wenn dieser Kipppunkt erreicht wird und der Amazonas zur Savanne wird, dann kippen also andere Teile des Erdsystems. Diese Kipppunkte sind zum Teil eben auch miteinander verbunden. Zugleich, während wir diese Erdkrise haben, haben wir auch eine Krise des kapitalistischen Weltsystems, über das wir ja heute Vormittag gesprochen haben, das 500 Jahre alt ist und das aus verschiedenen Gründen selbst in eine Krise gekommen ist. Der eine Grund dafür sind die ökologischen Grenzen des Planeten und auch die Grenzen der Ressourcen. Das hat der Club of Rome ja bereits vor 50 Jahren festgestellt in seinem berühmten Bericht. Die Voraussagen damals vom Club of Rome waren, dass wenn wir so weitermachen in dem Wachstumspfad, dass vor dem Jahr 2050 es also einen Zusammenbruch geben wird der industriellen Produktion, der landwirtschaftlichen Produktion und auch einen Rückgang der Bevölkerung. Diese Berichte sind immer wieder aktualisiert worden. Zuletzt ist auch ein Earth for All, ein neuer Bericht herausgekommen vor einigen Monaten. Und im Grunde genommen ist die Message, die Voraussagen von damals waren ziemlich gut. Und wenn wir auf diesem Pfad weitermachen, dann wird es also tatsächlich Einbrüche geben in der Produktion, und zwar in den nächsten Jahrzehnten. Die Änderungen, die man bräuchte, sind also relativ radikal. Aber das sind nicht die einzigen Grenzen des kapitalistischen Weltsystems. Das System hat sich selbst auch ein Stück weit seine eigenen Probleme geschaffen. Die letzten 40 Jahre, die neoliberale Phase, war sehr erfolgreich für die Superreichen. Samira hat das ja auch dargestellt, wie diese Finanzblasen sich aufgepumpt haben, die großen Vermögen. Es war für die Reichen, wie Warren Buffett sagt, für den Krieg der Reichen gegen die Armen extrem effizient. Sie haben auf aller Linie gewonnen. Sie haben Arbeitsplätze ins Prekariat verlagert, in Billiglohnländer. Sie haben die Profite in Steueroasen verlagert und so. Alles super, um das Geld in wenigen Händen zu konzentrieren, Gewerkschaften geschwächt und so weiter. Das Problem an dieser Geschichte ist am Ende des Tages nur, dass die Leute nicht mehr das Geld in der Tasche haben, wenn die Löhne geschwächt werden, wenn sie prekär sind, wenn sie keine Arbeit mehr haben, um diese Masse von Produkten und Dienstleistungen, die in der Logik des Systems ja immer weiter wachsen müssen, noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Wir haben also innerhalb dieses Systems ein Nachfrageproblem. Und das ist auch der Grund dessen, was Samira vorhin skizziert hat, dass es sich nicht mehr so wirklich lohnt, in die sogenannte Realwirtschaft zu investieren. Und immer wenn das der Fall ist, ist nicht das erste Mal, dass das in der Geschichte des Weltsystems der Fall war. Wir haben schon im 17. Jahrhundert eine Tulpenspekulation in Holland gehabt beispielsweise. Es gibt also in diesen Phasen. Und jetzt haben wir also, ist das natürlich alles in sehr großem Maßstab. Und deswegen fließt das Geld in die Spekulation. Und wir haben Verschuldungsblasen. Also alle müssen sich verschulden,
um diesen Abfluss der Profite noch aufrechtzuerhalten, damit das System noch weiter läuft. Privathaushalte, Unternehmen, Staaten und so weiter. Also wir haben auch eine Staatsschuldenkrise nach der anderen. Das ist also Teil dieser systemischen Krise, in der wir gerade sind. Und wir haben, das ist die dritte große Krise, eine Krise der US-amerikanischen Hegemonie. In der Geschichte des modernen Weltsystems, das ist ein Begriff, der von Immanuel Wallerstein und vielen anderen geprägt wurde, in dieser Geschichte gab es verschiedene Hegemonialkräfte. Auch das sind Zyklen. Die ersten waren die Genueser Banken mit den Spaniern, dann waren es die Holländer, dann war es das British Empire und seit dem Zweiten Weltkrieg natürlich das US Empire. Und auch diese Imperien haben aufsteigende Phasen und absteigende Phasen. Und wir sind in der absteigenden Phase dieser US-Hegemonie, wie man auch sehr klar sieht. Sie haben es nicht geschafft, den Mittleren Osten weiter zu kontrollieren. Sie mussten sich militärisch zurückziehen und so weiter. Der Krieg in der Ukraine ist natürlich auch Teil dieses Kampfes, weil China ist eine aufstrebende Macht und mit Russland mehr oder weniger verbündet. Und der Krieg, der da geführt wird, ist also Teil. Und das ist auch eine sehr gefährliche Situation, weil in der Vergangenheit die Kämpfe darum, wer dem absteigenden Hegemon folgt, auch immer mit großen Kriegen verbunden waren. Und deswegen ist es eigentlich eine der ganz großen zivilisatorischen Aufgaben, die wir haben, zu verhindern, dass es wieder zu einem großen Krieg kommt. Wir haben einen massiven Krieg in der Ukraine, 200.000 Menschen sind gestorben, aber er kann sich weiter ausweiten, aber das ist auch noch verhinderbar. Es ist also eine kritische Situation. Ich halte es auch, bin auch gar nicht so pessimistisch, dass das geht, weil unter anderem China eine ganz andere Tradition hat. Sie gehört nicht zu dem europäischen Mächteverbund, die sich also über 500 Jahre lang gekillt haben, wer die Hegemonie hat. China hat andere Strategien, auch problematische zum Teil, aber es ist anders, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber Teil, und da sind wir wieder beim Geld, Teil dieser Hegemonialkrise ist auch die Frage, ob der Dollar, der im Moment die Reservewährung ist für die meisten Länder, diese Position halten kann. Auch darum sind viele Kriege geführt worden. Der Irakkrieg war auch ein Stück weit Teil darum, dass das Öl weiter in Dollar bezahlt wird und so weiter. Und der Ukraine-Krieg führt jetzt auch dazu, dass sich Russland, China und andere verstärkt auch in Afrika und Lateinamerika Gedanken machen, wie sie vom Dollar wegkommen. Das passt den Amerikanern nicht. Also das ist Teil dieser Großwetterlage. Und Deutschland hat sich sehr den amerikanischen Interessen jetzt untergeordnet. Das ist aber in vielen Teilen der Welt ganz anders. Also in Afrika, Lateinamerika, guckt Asien, sieht das anders aus. Also das sind drei große Umbruchssituationen, in denen wir uns gerade gleichzeitig befinden. Das macht die Situation auch so schwierig. Und aus diesen Gründen zerfällt auch viel von dem ideologischen Zusammenhalt. Christian hat es erwähnt, zur Macht gehört nicht nur militärische Macht, ökonomische Macht, sondern auch ideologische. Da komme ich gleich auch noch drauf. Was wir tatsächlich sehen, ist auch mit dem Zerfall unserer Mittelschichten, unserer Ökonomien, ein Zerfall der Fortschrittserzählung, die uns über Jahrhunderte getragen hat. Übrigens Linke genauso wie Liberale und Teile der Konservativen. Ne? Die Idee, dass es immer besser wird, wie immer man das definiert, die ist im Moment dabei einzubrechen. Und zwar ganz massiv. Es gab eine Umfrage jetzt unter 15- bis 25-Jährigen in 10 Ländern der Erde. Und die erschreckende Bilanz ist, dass mehr als die Hälfte dieser Befragten sagen, die Menschheit ist dem Untergang geweiht. Sehr massive Bilanz. Ne? Das heißt, auch damit muss man sich auseinandersetzen, dass alte Erzählungen brüchig werden. Das ist aber auch unter Umständen eine Chance. Es führt natürlich erstmal zu Depressionen, weil man verwirrt ist. Aber es ist auch Zeit für neue Erzählungen, neue Narrative. Und das ist auch die Gelegenheit für soziale Bewegungen, auch an diesen neuen Narrativen mitzuwirken. Für die herrschenden Schichten, ökonomisch, politisch, militärisch, ist diese Instabilität dieses ganzen Systems natürlich mit Angst verbunden, Angst, dass sie Kontrolle verlieren. Und das, was Christian beschrieben hat, dieser Verlust von Demokratie, den wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist Teil dieser Geschichte meines Erachtens. Es wird versucht, durch neue autoritäre Maßnahmen Kontrolle wiederherzustellen, die man verliert. Es gibt einen massiven Verlust der Menschen an Vertrauen in politische Institutionen. Die letzte Umfrage war, dass überhaupt nur noch 30% der Deutschen dem Bundeskanzler als Institution und dem Parlament vertrauen und nur noch 11% politischen Parteien. Ne, was passiert, wenn das Vertrauen verschwindet? Man versucht also durch Autoritarismus Kontrolle wieder zurückzugewinnen, nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westlichen Ländern.
Und das hat eine ganz lange Geschichte. Der Krieg gegen den Terror war das erste große Narrativ, deswegen müssen wir Bürgerrechte abbauen. Dann kam der Krieg gegen den Virus, der es quasi abgelöst hat, auch weil der böse Feind der Virus da ist, müssen wir jetzt Bürgerrechte abbauen. Und jetzt haben wir den Krieg gegen die Ukraine, wo das weitergeht. Wir sind also in einem permanenten Ausnahmezustand. Die westlichen Regierungen sind eigentlich nur noch in der Lage zu regieren durch Ausnahmezustand, wenn man es mal ein bisschen überspitzt sagen will. In Großbritannien ist das noch weiter fortgeschritten. Da haben sie neue Gesetze gemacht, die Proteste in einer Weise unterbinden, wie wir das seit 1945 in westlichen Gesellschaften nicht mehr erlebt haben. Also wenn man an einem Protest teilnimmt oder zu einem Protest aufruft, wo irgendeine Art von öffentlicher Störung erzeugt werden kann, es kann minimal sein, dann kann man bis zu einem Jahr Gefängnis verurteilt werden in Großbritannien inzwischen und kann sogar gezwungen werden, eine elektronische Fußfessel zu tragen wie ein Freigänger. Also das werden Sie mir vielleicht nicht glauben, aber es ist tatsächlich im letzten Sommer unter Frau Truss noch beschlossen worden und wenig berichtet auch leider. Also wir sehen diese Rückkehr des Autoritarismus auf verschiedenen Ebenen. Und die Folgen dieser verschiedenen Krisenprozesse, in denen wir sind, sind meines Erachtens, dass wir in eine chaotische Übergangsphase hineingeraten, die vor allem das Zusammenspiel von ökologischer Krise und der internen Krise des Kapitalismus führt dazu, dass wir tatsächlich mehr Krisen sehen werden, wahrscheinlich auch weitere Finanzkrisen. Das ist für unser Thema Geld natürlich auch sehr wichtig, auch strategisch sehr wichtig. Da komme ich auch später noch drauf. Und diese Krisen, die kommen werden, sind immer Möglichkeiten, wo Gesellschaften sich entscheiden können. Gehen wir eher in diese Richtung oder gehen wir eher in jene Richtung? Und in der Finanzkrise, wissen wir, sind die Banken gerettet worden auf Kosten der Bevölkerung. In der Corona-Krise haben sich die Milliardäre dumm und dämlich verdient auf Kosten der Bevölkerung und so weiter. Jetzt verdient sich das Militär gerade dumm und dämlich auf Kosten vieler Menschen. Aber das muss nicht so bleiben. Das heißt, das ist veränderbar. Krisen können auch dazu führen, dass Gesellschaften in eine andere Richtung sich entwickeln können. Ich will jetzt noch einen Schritt zurückgehen, um zu verstehen, welche Rolle jetzt die aktuelle Krise des kapitalistischen Systems und auch des Geldes und was das bedeutet. Ganz kurz eine Erklärung, wie überhaupt das kapitalistische Weltsystem funktioniert. Es ist nämlich nicht nur ökonomisch in seinem... Ja, also ganz kurz, ist natürlich, wir haben ja viel gehört, also wir erweitern unser Wissen ja so in Schleifen gerade und ihr wisst ja das meiste eigentlich schon, deswegen... es ist eigentlich nur ein Aspekt, den ich einbringen will, und das ist die Rolle des Staates. Deswegen mache ich das ganz schnell, weil darum geht es auch in meinem Vortrag im nächsten Teil. Also der erste Teil, über den haben wir ja schon ausführlich geredet, ist die endlose Akkumulation von Kapital. Es ist das erste System in der menschlichen Geschichte, dessen Hauptprinzip, übergeordnetes Prinzip es ist, aus Geld mehr Geld zu machen in einem unendlichen Kreislauf von Profit und Reinvestition. Und das ist eben auch institutionalisiert in Aktiengesellschaften, im Kreditsystem und vielen mehr. Das haben wir ja schon ausführlich auch besprochen. Und das zwingt das System natürlich immer weiter zu wachsen, immer weiter zu expandieren. Nun können diese ökonomischen Institutionen nicht alleine existieren. Sie sind historisch unlösbar verknüpft mit einem zweiten Faktor, und das ist der moderne Staat. Wir hören ja oft die Geschichte, da gibt es die Märkte auf der einen Seite und dann gibt es den Staat, der soll da entweder eingreifen oder nicht eingreifen, als ob das unabhängige Mächte wären. Nein, beides ist zusammen historisch entstanden, koevolutiv seit dem 15., 16. Jahrhundert. Was war der moderne Staat? Der moderne Staat war in erster Linie eine Militärorganisation. Das heißt, er beruhte auf Söldnern und Kanonen. Die Feuerwaffen haben eine ungeheuer wichtige Rolle in der Entstehung des Kapitalismus gespielt. Ohne die hätten wir vielleicht gar keinen Kapitalismus. Wir sind ja ursprünglich aus China gekommen, aber in China hat man diese Art von Kanonen gar nicht entwickelt, sondern nur in Europa, und das hatte Gründe. Und das Problem für die Regierenden, für die Landesherren, war, dass sie das Geld nicht hatten. Was war Geld zu dieser Zeit? Geld war in erster Linie oder fast ausschließlich Münzgeld. Das heißt, man brauchte Silberminen in erster Linie. Teilweise auch Gold, aber vor allem Silber, um das zu finanzieren. Das römische Imperium war auch schon auf Silber aufgebaut. Also diese ganzen bis zu 600.000 Soldaten in der römischen Zeit wurden auch alle durch Silber bezahlt. Und dieses Silberimperium ist im 4. 5. Jahrhundert zusammengebrochen. Und die Folge war das Mittelalter. Im Mittelalter gab es sehr wenig Edelmetalle. Man hatte große Schwierigkeiten, neue Minen zu erschließen.
Und die Landesherren haben sich also bemüht, nach Kräften neue Minen aufzutun. Das war technisch aber schwierig, und weil man musste irgendwann in große Tiefen gehen und so weiter. Die Entwicklung der modernen Technologie hängt auch sehr stark mit dem Bergbau zusammen, dass man immer in größere Tiefen musste. Also man brauchte Silber. So, irgendwann haben es die Landesherren geschafft, neue Silberminen zu erschließen, und hatten dann das, was man also das Münzregal bis heute nennt. Ne? Also die staatliche Geldschöpfung war Silber zu generieren, davon Soldaten zu bezahlen. Und diese Soldaten haben dann andere Länder überfallen, und von der Beute konnte man den Staat erweitern. Das war also der Kern der ganzen Geschichte, aber dieses Silber reichte nicht. Und es gab noch eine andere Quelle von Geld, und das war das Kaufmannskapital. Also die Kaufleute in Genua zum Beispiel, in Venedig, in Florenz, Antwerpen, Amsterdam, später London, die hatten sehr viel Geld, viel mehr Geld als die Landesherren das hatten. Das war zu einem großen Teil natürlich auch Silbergeld. Sie hatten teilweise auch ein eigenes Münzrecht oder eine eigene, also Schürflizenzen, wie man heute sagen würde. Und sie haben dieses Geld dann den Landesherren geliehen, damit die besser Krieg machen konnten. Das war der Sinn und auch der ursprüngliche Grund, warum man überhaupt Münzgeld eingeführt hat, schon in der Antike, bestand darin, dass man Soldaten bezahlt, mit denen man Krieg führen konnte. Nun reicht es nicht, dass man Soldaten mit Silber bezahlt, die müssen auch was dafür kaufen können, sonst kann man damit gar keine großen Feldzüge machen. Und wie hat man erreicht, dass Bauern ihre Produkte für Silber verkaufen? Das haben die vorher nicht getan, die haben für ihre Communities gearbeitet, das nur zum Thema auch geldfreies Wirtschaften, das war natürlich im Mittelalter sehr verbreitet, auch in der frühen Neuzeit noch. Man hat sie gezwungen, Steuern in Silber zu bezahlen, in Münzen zu bezahlen. Das heißt, der Staat hat die entscheidende Rolle eigentlich bei der Monetarisierung der Ökonomie gespielt, indem er gesagt hat, ihr müsst in Münzen die Steuern bezahlen, davon bezahlen wir die Soldaten, mit denen können wir Krieg machen, zum einen gegen andere Länder, zum anderen aber auch gegen euch Bauern selbst, um euch zu zwingen, mehr Steuern zu zahlen. Ne? Das heißt, das war ein Kreislauf in mehrfacher Hinsicht. Und man hat also, die Staaten haben sich also dann auch Geld geliehen, um Überseeexpeditionen in Gang zu setzen. Das ist der Beginn des Kolonialismus. Das beruhte alles auf Schulden. Diese ganzen Conquistadores, die Kolumbus und so weiter, die waren verschuldet bei den Banken in Genua. Und die waren so gierig nach Gold, dass sie da alle Leute gefoltert und umgebracht haben in Mittel- und Südamerika, um das geschuldete Geld dann wieder an die Bankiers in Genua und Florenz und Antwerpen und so weiter zu bezahlen. Das war die Maschine, und das ist eigentlich der Ursprung dieser ganzen, dessen, was ich die Megamaschine nenne, diese Verbindung von Staat und privatem Kapital, der verschuldete Staat und das Kapital, was diese Militärmaschine finanziert. Das Kapital war das Militär nur ein Durchlauferhitzer, ne? Also genauso wie bei der Marxischen Formel GWG' ist es da GM, das Militär, G'. Also die ganze Maschine des Militärs ist einfach nur dafür da, um das Fuggerkapital und so weiter zu erweitern. Es hat auch ein System geschaffen, dass Staaten um mobiles Kapital konkurrieren mussten. Das heißt, der am meisten Kapital hatte, hatte auch die dicksten Kanonen und die meisten Söldner und hat alle anderen über den Haufen geschossen. Das ist der Ursprung dessen, was wir heute Standortkonkurrenz nennen. Ist auch nicht ganz neu. Ne? Das ist auch wichtig, um das System zu verstehen, denn das Kapital war von Anfang an transnational und die Staaten waren territorial. Das heißt, die mussten konkurrieren um Kapital. Ne? Dann gab es noch eine andere ganz wichtige Funktion des Staates, für die das Militär auch wichtig war, das war die Durchsetzung von Eigentumsrechten, also privaten Eigentumsrechten an Grund und Boden. Also es war gar nicht möglich, zum Beispiel in der ursprünglichen Akkumulation, wie Marx das nennt, durch die Einhegung der Almenden, der Commons, die Bauern von ihrem gemeinschaftlich genutzten Land zu vertreiben, um sie dann zu landlosen Menschen zu machen, die Lohnarbeit zu allen Konditionen annehmen mussten. Das war ja einer der Ursprünge der kapitalistischen Lohnarbeit. Dazu brauchte man natürlich auch Militär, mit denen die Leute bestraft werden könnten, die das sich nicht haben gefallen lassen. Und es gab also eine enorme Zunahme von Gewalt in der frühen Neuzeit. Diese Gewalt ist nicht speziell im Mittelalter anzusehen, sondern in der frühen Neuzeit.
mit Folter, Inquisition, Hexenverfolgung und so weiter, allem, was dazugehört. Also das nur als historischer Background. Die Durchsetzung von Eigentumsrechten geht natürlich bis heute. Wer sich die Bilder von Lützerath zum Beispiel anschaut, wird sehen, dass die von uns, von Steuergeldern finanzierte Polizei dafür da ist, die Eigentumsrechte von RWE an dieser Braunkohlegrube durchzusetzen. Die Bagger von RWE standen direkt hinter der Polizei. Das heißt, die Durchsetzung des Staates für private Eigentumsrechte, speziell von transnationalen Konzernen, hat eine 500-jährige Geschichte. Und am Anfang waren das teilweise auch die Konzerne selbst. Da komme ich kurz jetzt auf die Geschichte der Aktiengesellschaften zu sprechen. Samira hatte es auch schon erwähnt. Die ersten Aktiengesellschaften wurden 1602 in Niederlanden gegründet und es waren Maschinen, wenn man so will, um eingelegtes Kapital in Ewigkeit zu vermehren. Viele Dinge waren daran neu. Das eine war neu, dass diese Kompanien ewig bestehen können im Prinzip. Früher gab es nur begrenzte Lebensdauern für Handelskompanien. Das zweite war, dass sie für Schäden und Verluste, die sie machen, dass die Anteilseigner nicht haften, ne? Und das dritte war, dass sie ein eigenes Militär hatten, haben also selbst Söldner bezahlt und Kanonen gehabt, um damit Eroberungen durchzuführen. Und in vielen Fällen, zum Beispiel bei der britischen East India Company, haben sie ja Indien regiert. Ne? Die hat bis 1857 hat die British East India Company in großen Teilen Indiens regiert und hatte auch das eigene Münzregal. Das heißt, die haben eigene Währung geschaffen, ne? Und die Geschichte der Expansion dieser Aktiengesellschaften, dieser Profitmaschinen, ist eine Geschichte der Genozide. Nur ein kleines Beispiel, das wenige kennen werden, zu erwähnen. Die niederländische Ostindien-Kompanie wollte auf den Banda-Inseln, heutiges Indonesien, ein Monopol auf Muskatnüsse haben. Die konnte man in Europa mit sagenhaften Gewinnspannen verkaufen. Aber die Leute auf den Banda-Inseln wollten denen kein Monopol geben. Warum auch, ne? Also sind sie mit ihrer eigenen Söldnertruppe dort eingefallen und haben innerhalb von wenigen Monaten von den 15.000 Einwohnern dort 14.000 umgebracht. Und am Ende hatten sie das Monopol. Und in Amsterdam, wo die Kompanie ansässig war, die Stadt blühte auf, war die reichste Stadt der Welt. Die Leute waren auch sehr liberal eingestellt im Verhältnis, haben also einen Rembrandt von dem Geld von der Kompanie gekauft, haben sich darüber unterhalten, ob Franz Hals oder Rembrandt besser ist. Das erinnert uns ein bisschen an heute. Das ist das Prinzip. Die Geldverwertung ist für diejenigen, die das Geld haben, abstrakt. Die wissen nicht, was die Kompanie da am anderen Ende der Welt macht. Die wollen das auch gar nicht wissen. Das ist eine Maschine. Und eine Abstraktionsmaschine, die uns eben die fatalen Effekte dieser Akkumulation auch vergessen macht. Ne? Es ist bis heute so, man denkt, das Geld arbeitet für einen. Nee, tut es natürlich nicht. Da passieren Dinge und oft eben sehr dreckige Dinge. Nun ist natürlich, und das hast du ja auch schon erwähnt, Christian, ein solches System, das auf sehr viel Gewalt beruht und sehr viel Ungleichheit, kann niemals einfach alleine funktionieren. Es braucht eine dritte Säule. Das ist die ideologische Macht. Und darauf will ich jetzt gar nicht so sehr im Einzelnen eingehen. Wichtig ist, dass ideologische Macht eben Gewaltverhältnisse legitimiert, als natürlich erscheinen lässt oder teilweise unsichtbar macht. Und da gibt es viele, viele Mythen, über die man da reden könnte. Einer davon ist der Mythos des Westens, eine ideologische Figur, die es auch seit gut 500 Jahren gibt, dass wir im Westen eine überragende, in jeder Hinsicht überlegene Zivilisation geschaffen haben und die anderen im Wesentlichen Barbaren sind. Das war zunächst im Gewand des Christentums, ne? Wir haben die einzig wahre Religion, dann war es im 18., 19. Jahrhundert, wir haben die Zivilisation, die anderen sind die Wilden, wir haben den Fortschritt, die anderen sind rückständig oder sie stagnieren, wir haben die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, die anderen sind unterentwickelt, wir haben die freien Märkte, die es, wie ich gleich erzählen werde, nie gegeben hat in der Geschichte des Systems. Ne? Die Marktideologie beruht auf reiner Mythologie. Oder wir haben die westlichen Werte. Es ist ja heute in aller Munde, auch in Bezug auf diesen Krieg, den wir da im Moment sehen in Osteuropa. Was eine sehr merkwürdige Idee ist, dass genau der Westen, der seit 500 Jahren den Planeten in Schutt und Asche legt, mit einer Kette von Völkermorden und Kriegen, dass wir nun Werte im positiven Sinne gepachtet haben. Aber es ist interessant, wie das doch in Teilen der Gesellschaft wie Öl noch immer runtergeht, nicht überall. Aber eine solche Geschichtsverdrehung ist schon ein Kunststück ideologischer Macht, das hinzukriegen. Aber wir sehen auch Risse darin. Und ich glaube, dass viele dieser Erzählungen eben dabei sind, zu brechen und zu zerfallen. Nun komme ich auf das eigentliche zentrale Thema jetzt mit diesem Hintergrund.
Und das ist, wie versucht wird, in der Krise des kapitalistischen Weltsystems, in dem wir sind, die Profitmaschine noch aufrechtzuerhalten. Ich hatte schon erwähnt, dass die Idee von freien Märkten von Anfang an eine Illusion ist. Die Aktiengesellschaften zum Beispiel hatten Monopolrechte. Das war auch eines der Dinge, die der Staat den Aktiengesellschaften verliehen hat. Es war ein monopolistisches System. Wir haben das ja bis heute. Man schaue sich an, was ist das Profitabelste. Das sind eigentlich Monopolisten wie Facebook und Google und so weiter. Also auch da keine freien Märkte. Und es sind verschiedene andere Formen, wie Staat und Markt eben zusammenwirken als ein System. Die Produktion, hatte ich auch schon erwähnt, in die Realwirtschaft wirft nicht mehr genug ab, weil man einfach die Löhne so weit gedrückt hat, dass die Leute nicht mehr genug Geld in der Tasche haben, und auch die Entwicklung der Technik spielt da eine Rolle, indem wir immer mehr Leute durch Roboter ersetzen. Und gerade hat Simon auch erzählt, wie die künstliche Intelligenz fortschreitet, dass sie eigentlich fast alle Berufe irgendwann ersetzen kann. Naja, das ist vielleicht schön für manche Leute, die Geld machen, aber für das System ist das natürlich eine Katastrophe, weil niemand das Zeug mehr kaufen kann. Das heißt, man muss andere Möglichkeiten finden, Geld zu machen, die Profitmaschine am Laufen zu halten. Eine Möglichkeit ist eben, in diese ganzen Finanzmarktblasen durch Spekulation reinzugehen. Ist ja im großen Stil in den letzten 40 Jahren geschehen. Spekulation ist an sich ein Nullsummenspiel für alle, die da spekulieren am Ende des Tages. Das funktioniert für die Schicht der Spekulanten als Ganzes nur dann, wenn man die Verluste, wenn die Blase platzt, auf die Allgemeinheit übertragen kann. Und das ist, was wir in der Finanzkrise gesehen haben, in der sogenannten Eurokrise, die auch nur eine Bankenkrise war. Also es geht darum, das ist ein Enteignungsprozess, dieses Geld, das eigentlich nicht viel wert ist, in den Finanzkrisen umzusetzen, sozusagen in reales Haben, durch Privatisierung und so weiter. Das ist also ein Kannibalismus des Systems, das sich selbst auffrisst und das eigentlich nur funktionieren kann, wenn uns immer mehr Verluste aufgebürdet werden können, damit dieses dysfunktionale Profitsystem noch eine Weile funktionieren kann. Das ist ein Prinzip. Das andere ist, was man in der Ökonomik Renten nennt, also leistungslose Einkommen zum Beispiel aus Eigentum an Grund und Boden, Immobilien und so weiter. Diese Immobilienblasen, die wir überall haben, sind Teil davon. Wir zahlen also unendliche Mieten inzwischen in Ballungsräumen wie München und Berlin und so weiter. Im Wesentlichen, um die großen Vermögen zu mästen, die das dann in die Cayman Islands verschieben und nicht mal dem Kreislauf hier wieder zuführen. Das ist also auch ein Teil, wie die Profitmaschine am Laufen gehalten wird, ohne dass eigentlich irgendetwas produziert wird. Und der dritte Teil, das ist jetzt der ausführliche Teil, auf den ich ein bisschen eingehen will, ist sind die Subventionen. Meine These ist, dass der größte Teil dieser, vor allem der Kapitalgesellschaften, die 500 größten Kapitalgesellschaften der Erde, ihre Bilanzsumme ist ungefähr 40% der weltweiten Wirtschaftsleistung und sie kontrollieren 2/3 des Welthandels. Das ist also der Motor dieses ganzen kapitalistischen Systems. Und der größte Teil dieser Unternehmen wäre überhaupt nicht lebensfähig ohne staatliche Subventionen. Wir ernähren diese ganzen Strukturen künstlich, sonst würden die gar nicht mehr existieren. Und ich will das an ein paar Beispielen klar machen. Der Internationale Währungsfonds sagt, dass wir die fossilen Energien, Erdgas, Kohle und Erdöl, jedes Jahr mit etwa 5.900 Milliarden Dollar subventionieren. Und diese Subventionen sind in den letzten Jahren gestiegen, nicht gefallen. Der IWF benutzt für seine Kalkulation nicht nur die direkten und indirekten Subventionen, die Steuererleichterungen und so, sondern bezieht auch die Schäden mit ein, für die wir die Ölkonzerne nicht bezahlen lassen. Das ist also Teil der Berechnung. Die Internationale Energieagentur berechnet das anders, konservativer. Die bezieht diese Schäden, für die nicht bezahlen, nicht mit ein und kommt dann auf etwa 440 Milliarden pro Jahr. Da kommen noch viele andere Dinge dazu, wenn ich nur mal Deutschland nehme. Dieser vergoldete Kohleausstieg, der jetzt auch in Bezug auf Lützerath wieder Thema war, die kriegen also nochmal 4,4 Milliarden an die LEAG und die RWE für entgangene Gewinne. Ne? Die müssen gar nichts machen, sondern man rechnet in die Zukunft, wie viel die denn verdient hätten. Wir wissen ja gar nicht, ob die das verdient hätten. Und das bezahlen wir denen dann mal vorauseilend. Und es gibt jetzt auch Studien, die herausgefunden haben, dass die Bundesregierung so viel zur Kooperation des Staates mit diesen Kapitalinteressen diese Zahlen sogar noch in die Höhe geschraubt hat. Denn Berechnungsgrundlagen für die zukünftigen Profite sind übertrieben gewesen. Das heißt, die haben selbst in dieser Logik eigentlich noch zu viel bekommen. Wir haben beim Atomausstieg war das natürlich auch so, die haben dafür, dass sie, die haben ja
jahrzehntelang enorme Gewinne gemacht und mit den ollen Brennstäben werden wir noch die nächsten tausenden von Jahren hier sitzen und keiner weiß, wie man sie entsorgen soll. Dafür müssten die so viel bezahlen, dass sie eigentlich sofort pleite werden und enteignet werden müssten. Trotzdem nochmal 2,4 Milliarden sind ja inzwischen eigentlich Peanuts bei den Subventionen fast. Jetzt haben wir diese LNG-Terminals, die uns also US-amerikanisches Fracking-Gas bescheren, ne, was natürlich auch ein toller Effekt dieses Krieges ist und unserer westlichen Werte ist, dass wir jetzt die dreckigsten fossilen Energien beziehen und dafür lässt sich der Staat einfach nochmal 7 Milliarden an Steuergeldern kosten. Zahlen also nicht die Gaskonzerne, sondern das zahlen wir. Das sind alles Subventionen. Und dann kann man da also weitergehen. Die Autoindustrie kriegt also pro Jahr so zwischen 10 und 15 Milliarden an Subventionen, setzt sich aus verschiedenen Dingen zusammen, also Abwrackprämien, Straßenbau, Dienstwagenprivilegien, Pendlerpauschalen und so weiter. Also das Umweltbundesamt führt da ganz gut Buch, wen das interessiert, da kann man sich erkundigen. Das sind also auch keine Peanuts, sie werden ja auch immer gerettet. 2008 in der Krise sind sie gerettet worden, in der Pandemie und so weiter. Kurzarbeitergeld ist natürlich auch eine Subvention. Ist teilweise da gar nicht einberechnet. Dann haben wir den Flugverkehr, am schnellsten steigende CO2-Emissionen, Ausnahme von der Kerosinsteuer und von der Mehrwertsteuer bei internationalen Flügen. Allein das kostet uns 12 Milliarden im Jahr. Dann haben wir so schöne Projekte wie den Berliner Flughafen BER. Hatte Samira das nicht als den Berliner Friedhof tituliert? So ist es ja. Also natürlich ein Milliarden gab es bis heute dysfunktional. Dieser Flughafen funktioniert nicht richtig. Hat ewig gedauert. Wem hat das genützt, dass das so ewig gedauert hat? Natürlich diesen ganzen Baufirmen und so. Ist also von Anfang an als dysfunktionales Bauprojekt eigentlich konzipiert worden, weil je länger das dauert, desto mehr verdient am Ende irgendjemand. Die Kosten sind ja die Gewinne von den anderen. Also mit diesen Summen könnte man irgendwie 1,5 Milliarden Kita-Plätze schaffen, allein mit diesen 7 Milliarden. Und interessant ist eben, die Flughäfen bezahlen auch nicht die Fluggesellschaften. Ne? Die zahlen nicht für ihre Infrastruktur. Diese Billigfliegerei, die man ja zu Recht auch beklagt aus ökologischen Gründen, ne? Die existiert nur durch Subventionen. Ne? Es ist alles von uns bezahlt. Dann haben wir die Rettung von Fluggesellschaften mit Billigkrediten, Air Berlin, Lufthansa. Die existieren nur noch eigentlich durch unsere staatlichen Investitionen. Airbus ist natürlich auch subventioniert. Also man kann da ewig weitermachen. Das Umweltbundesamt sagt, dass wir in Deutschland insgesamt 65 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt für umweltschädliche Subventionen ausgeben. Das sind 15% des gesamten Bundeshaushaltes und 90% aller Subventionen. Das ist eine ganze Menge. Jetzt kommen wir zum anderen schönen Thema, das natürlich sehr viel mit unserem Geldthema hier zu tun hat. Das gesamte Großbankensystem existiert nur durch Subventionen. Spätestens seit 2008. Keine Großbank, ob in den USA, ob in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder irgendwo anders, würde noch existieren, ohne dass sie mit Steuergeldern gerettet worden wären. Wir haben damals beim Bankentribunal von Attac in der Volksbühne in Berlin das natürlich auch aufgearbeitet. Bekannt ist ja vielleicht noch, dass der SOFIN, dieser Bankenrettungsfonds, 480 Milliarden plötzlich aus dem Hut gezaubert wurden. Die sind nicht alle fällig geworden, aber wenn man das so unterm Strich berechnet, der Harald Schumann, der Journalist, hat das mal so zusammengefasst, 60 Milliarden haben die Banken unterm Strich so mitgenommen. Dann haben wir natürlich die EZB-Politik, die man auch als Subvention fassen kann, weil diese ganzen quasi zinslosen, was man Quantitative Easing nennt, was sie massiv rausgepumpt haben, das waren natürlich auch Dinge, die vor allem den Großbanken und den großen Vermögen genutzt haben. Also derjenige, der eine Kebabbude irgendwo hatte, hat von diesem Quantitative Easing relativ wenig mitbekommen. Ne? Ist also auch in gewisser Weise eine Subvention. Wir haben dann die ganzen angeblichen Euro-Rettungsschirme gehabt. Läuft sich so auf rund 300 Milliarden, die dafür ausgegeben worden sind, angeblich um Griechenland zu retten. Das hat natürlich keinen Griechen und keine Griechin gerettet, sondern die Banken. Das war ein reiner Durchlauferhitzer für die Banken. Also auch gigantische Subventionen. Die EZB hat dann ab 2016 auch angefangen, Aktien aufzukaufen. Und das ist natürlich auch eine Stützung des Shareholder Values für diese Unternehmen. Also auch ein riesen Subventionskarussell. Wir haben die industrielle Landwirtschaft, die so allein auf EU-Ebene 50 Milliarden Euro
einfährt. Und das ist ja, wie wir wissen, eine der schädlichsten Branchen überhaupt. Die ist für etwa 25-30% der Treibhausgasemissionen zuständig. Und der Kampf darum, diese Subventionen zu verändern, zieht sich seit Jahrzehnten. Und es gibt gewisse, hier und da, gewisse Lichtblicke, aber im Großen und Ganzen ist dieses perverse Subventionssystem immer noch im Gange. Was auch teilweise unsichtbar ist, ist die gigantischen Mengen von Geld, die in Forschung gehen. Da kann man immer sagen, Investitionen in Forschung ist doch super. Ja, man sollte in Forschung investieren. Nur die Frage ist, in welche Forschung und wer kriegt es? Das zieht sich auch durch 500 Jahre Geschichte. Die Frage, welche Technologie entwickelt wird und welche nicht, ist keine Frage einer irgendwie naturwüchsigen Technikentwicklung. Ne? Dass irgendwelche genialen Erfinder das erfinden und die Menschen wollen das dann. Nein, es ist im Wesentlichen liegt es daran, was der Staat und teilweise privates Kapital für Technologie haben wollen und fördern. Wir haben eine Hightech-Strategie der Bundesregierung, da sind 27 Milliarden Euro drin. Und wer ist das Gremium, das entscheidet, wofür dieses Geld verwendet wird? Da sitzen die Leute von Daimler, BMW, BASF, Siemens, E.ON und Dr. Oetker drin. Ne? So. Und wir haben die Programme für die Erforschung einer sozial-ökologischen Transformation. Die Zahlen sind jetzt ein paar Jahre alt, ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, 30 Millionen Euro. Also ungefähr ein Tausendstel dessen geht in die Erforschung der sozial-ökologischen Transformation. Ne? Sehen wir auch. Also alles Teil dieser ganzen Geschichte. Also interessant jetzt auch in der Corona-Zeit. Wir wissen ja von Naomi Klein aus der Shock Doctrine, dass Krisen von interessierter Seite genutzt werden, ihre Agenda schneller durchzubekommen, weil die Öffentlichkeit irritiert ist. Man denkt, der Weltuntergang kommt. Jetzt muss die Regierung halt handeln und viel Geld in die Hand nehmen. Jawohl, hat sie auch gemacht. Wir haben jetzt in der Corona-Krise eine massive Subvention des Pharma- und Biotech-Sektors gehabt. Allein Pfizer und Moderna haben 8 Milliarden an Subventionen abgesahnt. Sie haben davon in den 18 ersten Monaten der Pandemie allein 20 Milliarden Profit gemacht. Ne? Das ist interessant, man subventioniert, aber man schöpft den Profit auch in keiner Weise ab. Ne? Weigert man sich in der Bundesregierung ja auch bei die Übergewinne davon Ölunternehmen gerade zu besteuern. Ne? Steuern zahlen sie sowieso kaum. Moderna hat in den letzten Jahren 7% Steuern ungefähr gezahlt in den USA. Also jeder Besitzer einer Kebab-Bude zahlt wesentlich mehr Steuern. Ne? All das ist Subvention. Auch die Digitalisierung ist massiv subventioniert. Man hat schon vor der Krise diesen Digitalpakt Schule aufgelegt und in der Pandemie hat man natürlich gesagt, alles muss digitalisiert werden. Das Interessante ist, für Lehrer ist kein Geld da. In Berlin, wo ich herkomme, werden 800 Lehrer pro Jahr ausgebildet und 3000 werden gebraucht. Ne? Da ist überhaupt kein Geld da. Aber dafür die ganzen Schulgebäude mit Apple-Computern vollzustellen, die völlig überteuert sind, ist irre viel Geld da. Und man benutzt natürlich proprietäre Software, das heißt, man bezahlt Microsoft und diesen ganzen Leuten irre viel Geld, statt dass man Linux benutzt. Ne? Für diese Microsoft-Mafia, da gibt es auch einen interessanten Film von Harald Schumann, der auf Arte gelaufen ist. Der hat zum Beispiel sich angeguckt, wie Microsoft es geschafft hat, die Stadt München wieder dazu zu bewegen, von Linux auf so. Also, aber ich sage das, weil man das alles zusammenfassen muss unter dem Titel Subvention. Das sind alles öffentliche Gelder, die in diese 500 größten Unternehmen der Welt gepumpt werden, um diese Profitmaschine am Laufen zu halten, die eigentlich nicht mehr funktioniert. Und Kernthema von Attac natürlich auch, die Steuerflucht und Steuervermeidung. Gibt verschiedene Schätzungen dazu, wie viel Geld dem Fiskus da pro Jahr entgehen. Es sind in der EU wahrscheinlich mehrere 100 Milliarden Euro. Ich habe mal von Sven Giegold die Zahl gehabt, dass er schätzt, es sind letztlich bis zu 1000 Milliarden Euro im Jahr, die durch Steuervermeidung und Steuerflucht uns entgehen. Das sind alles Dinge, die man natürlich verändern könnte. Das heißt, wenn man eine europaweite Mindestbesteuerung hätte und so weiter für Konzerne, wenn man diesen Steuerwettbewerb beenden würde und so weiter, könnte man das meiste davon beenden, auch übrigens die Steueroasen. Da gibt es technische Mittel, um das zu unterbinden. Es ist also eigentlich gewünscht, dass das so ist, weil das eben auch Subvention ist. Und Privatisierung ist auch von Samira dankenswerterweise angesprochen worden, diese Selbstkannibalisierung unserer Gesellschaft durch Privatisierung. Auch das ist ein Subventionskarussell, diese berühmten Public-Private Partnerships oder öffentlich-private Partnerschaften sind letztlich auch reine Subventionsmaschinen. In Berlin war es der klassische Fall mit der Wasserprivatisierung an RWE
Und Veolia damals, da hat man also einen Geheimvertrag gemacht von über 1000 Seiten, den die Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis nehmen sollte. Was man aber dann durch Leaks rausgefunden hat, ist, da stand drin, die kriegen also eine garantierte Rendite, die sogenannten Investoren, die gar nichts investieren, von der marktüblichen Rendite, wie immer man die ermittelt, plus 2%. Das ist eine reine Geldvermehrungsmaschine. Das hat mit Markt alles überhaupt nichts zu tun. Man brauchte erst eine Bürgerinitiative, die gefordert hat, dass man das offenlegt, um das alles rückabwickeln zu können. Dann hat man RWE noch ein paar Milliarden hinterhergeschickt. Also auch RWE würde ohne diese Subvention in dieser Form wahrscheinlich so nicht mehr existieren. Diese PPPs sind also auch heute sehr beliebt. Autobahnprivatisierung, das wisst ihr ja alles. Das ist alles in meinen Augen ein Mittel, ein sterbendes System am Leben zu erhalten. Die Handelsverträge sind auch schon erwähnt worden, TTIP, CETA und so weiter natürlich auch. Was bedeutet es, wenn Staaten Handelsverträge aushandeln, indem private Schiedsgerichte darüber befinden können, dass Staaten, Konzernen dafür, dass ihnen wegen irgendeiner Umweltgesetzgebung zukünftige Gewinne entgehen könnten, dass die dafür bezahlen müssen? Das ist doch nur eine absurde Rechtskonstruktion, die eigentlich dafür da ist, zu sagen, wir wollen denen ein paar Milliarden geben. Das sagen die Staaten, das sagen unsere Regierungen. Wir wollen, dass die noch mehr Milliarden über den Umweg dieser Schiedsgerichte von uns bekommen, weil sie wissen, dass das System eigentlich nicht mehr funktioniert. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir, was sind Handlungsmöglichkeiten? Das war ja auch der Auftrag von Renate, mal Alternativen hier zu bewegen. Das Subventionssystem ist meines Erachtens eines der großen Achillesfersen des Systems, weil das sind öffentliche Gelder. Warum wählen wir Parlamente? Historisch, einer der großen Slogans für die Einführung einer parlamentarischen Demokratie in den USA war No taxation without representation. Keine Besteuerung ohne Repräsentation. Das heißt, die Bürger, der Souverän, wie Christian sagen würde, sollen darüber entscheiden, was mit den Geldern passiert, die wir in den Staat einzahlen. Ne? Und das bedeutet natürlich, dass wir theoretisch, Demokratie theoretisch, eben eigentlich darüber verfügen müssten und es eine öffentliche Diskussion darüber geben müssen, was machen Staaten mit den Geldern. Die meisten Leute wissen das aber ja gar nicht. Die wissen nicht, dass ein großer Teil des Bundeshaushalts dafür ausgegeben wird, dass wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Ne? Das heißt, hier ist also ein Hebel zu sagen, wir wollen, dass öffentliche Gelder anders eingesetzt werden. Und wir haben eine Gesellschaft, die ja nur noch von Krise in Krise stolpert und immer in den Krisen wird sehr viel Geld in die Hand genommen. Das heißt, da heißt es, so, jetzt müssen wir die Banken retten, 480 für den Sofin. So, jetzt müssen wir 100 Milliarden ein sogenanntes Sondervermögen, das ist ja Orwellsche Sprache, ne, das sind ja Sonderschulden, für das Militär schaffen. Andere SPD-Leute sagen jetzt schon 300 Milliarden. Also da werden plötzlich solche Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Und das sind eigentlich die Punkte, wo meines Erachtens soziale Bewegungen, die gesamte Zivilgesellschaft mit Bündnissen absolut einschreiten muss und sagen muss, okay, in dieser Krise müssen sich Regierungen nämlich eigentlich rechtfertigen für das viele Geld, das sie in die Hand nehmen. Und deswegen braucht es da meines Erachtens starke Bündnisse, die da einschreiten können und sagen können, mit diesem Geld muss etwas anderes geschehen. Dieses Geld muss in den sozial-ökologischen Umbau fließen und da braucht es Bündnisse. Also es passiert ja hier und da, sagt der BUND, das geht nicht mit den fossilen Subventionen. Da sagt mal Finanzwende, das ist eine kleine Organisation, so geht es nicht mit den Bankenrettungen oder so. Aber es ist sehr verstreut. Meines Erachtens ist die große Aufgabe, dass man diese verschiedenen Sektoren eben in neuen Bündnissen zusammenbringt. Und vielleicht noch ein Wort zum Verhältnis dieses Subventionsthemas zur Gemeinwohlökonomie. Das hatte ich auch schon kurz erwähnt. Die Gemeinwohlökonomie ist meines Erachtens ein sehr gutes Instrument, um dieses perverse Subventionssystem vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das ist einfach eine genaue Umkehrung. Das heißt, im Moment werden die dreckigsten Branchen der Erde am massivsten finanziert von Staaten und wir wollen das umkehren. Wir wollen also sozial-ökologische Kriterien, die über die ganze Wertschöpfungskette hinweg, von den Ressourcen bis am bestenfalls zum Recycling der Dinge Aufschluss darüber geben, was das für Effekte hat auf soziale und ökologische Systeme. Und danach werden dann A, öffentliche Aufträge vergeben, B, Kredite ausgezahlt oder nicht ausgezahlt oder die Kreditkonditionen festgelegt. Und C, auch Steuern berechnet. Ne? Und ich bin da auch durchaus für Ordnungsrecht, also bei einer schlechten Gemeinwohlbilanz muss man auch sagen, dass bestimmten Unternehmen einfach auch die Lizenz entzogen werden muss.
Nun muss man sich natürlich auch darüber klar werden, was die Gemeinwohlbilanz, die meines Erachtens radikaler ist, als es manchmal so rüberkommt, weil es natürlich eine postkapitalistische Marktökonomie ist. Und die würde ja bedeuten, wenn man sie umsetzen würde, dass die 30 DAX-Konzerne weg vom Fenster wären. Keiner dieser Konzerne wäre in der Lage, eine Gemeinwohlbilanz vorzulegen, die in irgendeiner Weise viable wäre. Also die würden entweder keine Kredite bekommen oder Mods teurer und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist auch der Grund, warum natürlich jetzt man vielleicht auch eine schöne Anhörung im Sozialausschuss oder so vom EU-Parlament für die Gemeinwohlökonomie bekommt, was ich toll finde und wichtig finde. Aber warum jetzt Regierungen nicht scharf darauf sind zu sagen, jawohl, das führen wir jetzt ein, weil sie wissen, dass es dann eben für die nationalen Champions, erinnert euch an die Standortkonkurrenz. Ne? Die Regierungen sind mit dem Kapital nicht nur verflochten, weil sie personell verflochten sind, sondern auch, weil sie in dieser Standortkonkurrenzlogik drin sind. Und wenn wir sozusagen unsere nationalen Champions jetzt kappen und dafür schön dezentrale, gemeinwohlorientierte Institutionen haben, dann haben alle Angst. Ich glaube aber, dass wir trotzdem Chancen haben, Gemeinwohlökonomie-Prinzipien und eine Umkehrung des Subventionssystems ein Stück weit auf den Weg zu bringen. Das kann man in verschiedenen Debatten und verschiedenen politischen Arenen, wenn man so will, tun. Einer davon ist das, was unter einem Green New Deal gerade diskutiert wird. Ne? Ist auch kontrovers, auch in der linken und ökologischen Bewegung kontrovers. Es gibt ja sehr viele verschiedene Vorschläge für einen Green New Deal, also eine massive öffentliche Investition für einen ökologischen und bestenfalls sozialen Umbau. Und der umfassendste Vorschlag, den ich kenne, der stammt von Robert Polin und Noam Chomsky. Vor 2 Jahren ein Buch auch auf Deutsch erschienen, veröffentlicht für so einen Green New Deal, der sagt, wir brauchen 4,5 Billionen Dollar pro Jahr in erneuerbare Energien, aber auch in Gesundheits- und Bildungssysteme und so weiter investieren. Und das sind ungefähr 5% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Ist also im Prinzip bezahlbar. Ich bin jetzt nicht ein totaler Fan dieses Vorschlags, weil es ist ein Vorschlag, darüber muss man sich klar sein, dass er eigentlich innerhalb der kapitalistischen Logik argumentiert. Ich habe auch ein langes Gespräch mit Noam Chomsky unter anderem über dieses Thema gehabt, kann man auch im Internet auf YouTube finden, wo Chomsky argumentiert, ja, den Kapitalismus muss man schon überwinden, aber wir haben keine Zeit beim Klima, deswegen müssen wir jetzt innerhalb des Staatskapitalismus, was er auch so nennt, also Staat und Kapital sind verwoben, müssen wir eine Lösung finden und das ist dieser Green New Deal. Finanziert durch massive Besteuerung von großen Vermögen und heute sehr aktuell Kürzung von Militärhaushalten. Also die Friedensbewegung ist eigentlich auch natürlicher Verbündeter einer solchen Geschichte. Also ich glaube aber, dass man diesen Green New Deal, der jetzt eigentlich noch sehr relativ systemimmanent ist, dass man den auch weiterdenken kann. Man kann ihn in verschiedenen Richtungen weiterdenken. Man kann nämlich sagen, dass die ganzen Investitionen, die in einem solchen Green New Deal getätigt werden sollen, in dieser großen Größenordnung, nach Gemeinwohlkriterien stattfinden müssen. Also alles, was an Krediten geschafft wird und alles, was an Investitionen geschafft wird, muss eben Gemeinwohlkriterien genügen. Das wäre also eine Möglichkeit, die Gemeinwohlökonomie in eine laufende, große Debatte, die in vielen Kontinenten läuft, auch hineinzubringen und zu sagen, wir haben hier ein tolles Instrumentarium, wo man mal überhaupt messen kann, was nutzt denn in der langen Frist und was nutzt sowohl sozial als auch ökologisch an Investitionen. Man kann diesen Green New Deal auch noch weiter postkapitalistisch verändern. Und zwar, indem man sagt, dass man die Investitionen, und das ist auch schon natürlich auch Teil der Gemeinwohlökonomie ein Stück weit, in Bereiche hinein versetzt, die nicht dem Profit dienen. Ne? Also die, wo man nicht sagt, wir geben jetzt RWE das Geld, damit die Windräder bauen, sondern in eine dezentrale Energiewende, wo genossenschaftliche, lokale Betriebe dann dieses Geld erhalten, um Energiewende zu machen. Und auch in Commons, in kommunale Betriebe und so weiter. Also man kann diesen innerhalb des Staatskapitalismus gedachten Green New Deal tatsächlich pushen, um postkapitalistische Elemente da reinzubringen. Und es ist übrigens teilweise auch schon in verschiedenen Green New Deal-Vorschlägen so gewesen, also sowohl bei Bernie Sanders als auch bei Corbyn, die beide Green New Deal-Vorschläge hatten, bevor sie abgesägt wurden, waren diese Elemente drin, dass selbstverwaltete Betriebe zum Beispiel einen großen Teil der Investitionen bekommen sollen und so weiter.
Damit könnte man eben auch eine Perspektive reinbringen, die so einen Green New Deal nicht zu einem neuen grünen Wachstumsmotor macht, sondern sogar eine Degrowth-Perspektive hat, indem man also im öffentlichen Sektor gut bezahlte Teilzeitstellen, so viel auch zum Thema Lohnarbeit reduzieren, gut bezahlte Teilzeitstellen im Bereich Gesundheit, Bildung, Kultur, ökologischer Landbau und so weiter einbauen. Nur mal ein paar wenige Zahlen zum Bereich Kultur und Landbau. Der deutsche Staat gibt sage und schreibe 0,35% des Bruttoinlandsproduktes für Kultur aus. Die Hälfte dessen, was man in Frankreich zum Beispiel tut. Ne? Jetzt will man beim Militär 2% haben, plus diese 100 Milliarden und so weiter. Man bräuchte meines Erachtens eine Initiative, die sagt, ein 2% Ziel nicht fürs Militär, sondern für die Kultur zum Beispiel. Ne? Wie man immer behauptet, wir sind eine Kulturnation, ist das ja lächerlich, 0,35%, und Kultur kann man eben auch relativ gemeinwohlverträglich und gemeinwohlfördernd gestalten. Das gilt auch für andere Bereiche. Landwirtschaft, wir brauchen eine Landwirtschaft, die natürlich ohne Pestizide auskommt und dadurch mehr Arbeit braucht. Ich glaube, jetzt sind so 1,5% der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland in der Landwirtschaft beschäftigt. Das waren vor 20, 30 Jahren noch dreimal so viele. Ne? Also da braucht es eben auch gut bezahlte Teilzeitstellen vor allem. Also eine Perspektive mit weniger Arbeit besser leben, das lässt sich also in so eine Perspektive durchaus einbauen. Jetzt komme ich zu den Durchsetzungsperspektiven. Das ist ja immer die große Frage. Man kann ja schöne Pläne machen und dann sieht man aber dieses System vor sich und denkt, das wird doch nichts. Und ich will auch nicht sagen, dass ich da jetzt rundum optimistisch bin, aber wir müssen uns, glaube ich, klar sein, dass das System extrem instabil ist und dass sie alles tun, um das zu verbergen, unter anderem durch das Subventionssystem. Man kann also auf verschiedenen Ebenen da arbeiten, tun ja auch schon viele, zum Beispiel einzelne Subventionen angreifen, die das Auto betreffen, den Flugverkehr, diese LNGs. Ich kann mir vorstellen, dass die Klimabewegung, die jetzt in Lützerath massiv war, dann auch eher auf die LNGs gehen wird. Da gab es auch schon Aktionen, also gegen das Fracking-Gas und diese ganzen Infrastrukturen. Gibt auch sehr viel Bewegung der landwirtschaftlichen Organisationen gegen die EU-Agrarsubventionen. Da gibt es also viele Felder. Und natürlich jetzt sehr aktuell der Widerstand gegen die Militarisierung. Mich hat es total erschreckt, dass gegen diese 100 Milliarden so wenig passiert ist in diesem Land. Ne? Also die Schwäche der Friedensbewegung ist natürlich seit Jahrzehnten klar, ist immer schwächer geworden, aber das ist schon sehr dramatisch, und wenn wir nicht aufpassen, werden wir also eine Art von Militär-Keynesianismus hier wieder erleben, die extrem gefährlich ist. Und dazu gehört natürlich auch, was ich anfangs sagte, dass wir versuchen müssen, auch geistigen Widerstand zu üben gegen diese Kriegslogik, in die wir immer tiefer reinkommen. Das ist nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern wir haben den Krieg gegen den Terror, den Krieg gegen das Virus. Also wir sind in diesem permanenten Ausnahmezustand. Und dem müssen wir uns, glaube ich, verweigern. Sagen, wir brauchen in jeder Hinsicht irgendeine Art von Deeskalationsstrategien in Bezug auf die Ukraine. Heißt das natürlich verhandeln und diplomatische Lösungen suchen. Genau. Ich hatte auch schon erwähnt, dass ganz wichtig ist zu verstehen, dass Veränderung eben oft nicht linear passiert. Also man kämpft sich dann ab ewig, man macht ewig Workshops und so weiter, und es tut sich in der Gesellschaft nicht. Und dann gibt es Krisen, wo sich Dinge sehr schnell verändern. Und wir haben in den letzten Krisen seit der Finanzkrise leider erlebt, dass sich Dinge sehr schnell im Negativen entwickeln. Aber es geht auch anders. Ne? Beispiel Französische Revolution, Staatspleite. Die Leute lassen sich das nicht mehr bieten und schwupps. Gibt es eine Revolution. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt morgen hier eine Revolution haben. Ich will nur sagen, dass die Krisenhaftigkeit, gerade auch die finanzielle Instabilität, immer auch eine Möglichkeit ist, dass man an soziale Kipppunkte kommt, wo es auch in eine andere Richtung gehen kann. Und das hängt im Wesentlichen meines Erachtens von der Zivilgesellschaft ab. Von den Parteien können wir nicht erwarten, dass da irgendwas passiert. Es hängt von der Zivilgesellschaft ab. Und eine weitere Finanzkrise ist meines Erachtens sehr wahrscheinlich. Diese Finanzmärkte sind ja aufgeblähter, als sie noch vor 2008 waren. Die Pandemie zum Beispiel wurde teilweise auch genutzt, um diese Finanzkrise zu verbergen. Diese enormen Gelder, die da in die Hand genommen wurden, waren ja auch teilweise Wall Street-Rettungen. Die amerikanischen, US-amerikanischen Rettungspakete sind zu einem großen Teil in die Wall Street geflossen. Also wie die Euro-Krise ja auch.
eine Bankenrettung war, war das jetzt auch wieder teilweise eine Bankenrettung, die verdeckt worden ist. Aber irgendwann wird das nicht mehr reichen. Und was passiert, wenn die nächste Finanzkrise kommt? 2008 waren wir bei Attac auch komplett überrascht. Und es gab sehr wenig Kompetenz in Bezug darauf, was tut man denn jetzt in dieser Krise. Ne? Selbst beim Bankentribunal war es total schwer, Leute zu finden, die in irgendeiner Weise Ahnung hatten von diesem System. Auch die ganzen Ökonomieprofessoren, die wir da hatten, ne, die waren ziemlich verloren. Die einzigen, die was verstanden haben, waren eigentlich ein paar Journalisten. Das ist schon dramatisch, auch dass die Ökonomen natürlich das, selbst ihr eigenes System oft nicht verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man vorbereitet ist auf weitere Krisen und dass man Bündnisse hat, die tatsächlich in der Lage sind, in so einer Situation zu handeln. Wir wissen nicht genau, wie und wann es kommt und was da genau passiert, aber die Bündnisse, und zwar breite Bündnisse, da reicht nicht das Attac und die GWÖ und noch ein paar Organisationen, sondern man muss richtig in die Breite gehen, in der Zivilgesellschaft sagen, was machen wir denn? Und einen Minimalkonsens finden, wo man sagt, okay, wir wollen, dass die Gelder tatsächlich in eine sozial-ökologische Transformation nach diesen oder jenen Kriterien fließen. Und da sind wir auch handlungsfähig im Moment der Krise, weil die Krise bedeutet, dass die Uhren schneller gehen. Und das ist der Moment der Schockdoktrin. Das heißt, wir haben keine Zeit zu diskutieren, wir machen das jetzt. Wenn man 2008 in der Krise eine starke, vorbereitete Zivilgesellschaft gehabt hätte, mit guten Bündnissen, wo auch Vertrauensbasis ist zwischen den Bündnisteilen, und mit Organisationen mit Millionen Leuten dahinter haben gesagt, haben, stopp, wir haben einen Plan B, dann hat man eine Chance, zumindest teilweise was zu ändern. Und wir werden nicht in einer Krise das System in die eine oder andere Richtung kippen. Aber ich glaube, man muss sich klar sein, dass in einer langen, chaotischen Phase, in die wir unweigerlich reinkommen, und ich glaube, wir haben es mit einer Zivilisationskrise zu tun und wir sind in dem Übergang zu vermutlich einer ganz anderen Welt, wie die aussehen wird, wissen wir nicht. Und das sind Prozesse, die über Jahrzehnte gehen. Die Entscheidung, die wir in einer Krise fällen als Gesellschaft, wenn wir das ein Stück weit in eine progressive Richtung balancieren können, dass es ein bisschen in die Richtung gibt, dann steigen die Chancen, dass in Krise B wir noch ein Stück weiterkommen und in Krise C noch ein Stück weiterkommen. Und das alles wird dabei helfen, dass wir am Ende vielleicht in Systemen rauskommen, die unseren Vorstellungen etwas mehr entsprechen. Die andere Alternative ist natürlich, dass wir noch autoritärere Systeme bekommen. Es gibt auch Systeme, die noch schlimmer sind als der Kapitalismus, nicht das einzige Ausbeutungs- und Zerstörungssystem. Aber die Geschichte ist in dieser Hinsicht meines Erachtens offen. Und dabei belasse ich es, glaube ich, auch mal. Genau, und freue mich auf eure Kommentare. Jetzt erstmal Christian und Samira, Kritik, Kommentare. Und dann haben wir noch Musik und eure Beiträge. Dankeschön. Okay.